Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin mit einem Special Video hier auf dem Kanal. Es ist was wirklich Krasses und Besonderes und am Anfang habe ich so gedacht, wie verpacke ich das oder wie verkaufe ich euch das am besten? Sage ich euch, ja, ihr wisst ja, wie ich arbeite und wir zeigen euch mal, wie die Profis arbeiten oder wir machen ja viele Backstage-Touren bei Kirmes-Fahrgeschäften oder in Freizeitparks. Das machen wir eine ganz krass andere Backstage-Tour. Aber nö, egal, was ihr jetzt seht und was das Video, was ich jetzt hier auf dem Kanal mache, mache ich, weil ich es kann, weil es mein Kanal ist und es muss nicht zum Kanal passen, aber es ist so krass, so besonders, dass ihr es jetzt sehen werdet. Ich war nämlich einen Tag bei QVC, dem größten und krassesten Fernsehen-Home-Shopping-Kanal in Deutschland und durfte komplett hinter die Kulissen gucken. Ich durfte mir wirklich alles angucken und überall dabei sein. Die Kamera durfte leider nicht alles sehen, aber es ist einfach der Wahnsinn gewesen. Ein ganz großes, unfassbares Danke und ein Riesenherz für Miri, die das alles klar gemacht hat, in die Wege geleitet hat. Und auch ganz viel Dankeschön an alle, die dabei waren, alle, die ich getroffen habe, die ich kennengelernt habe, die was erzählt haben, die durchs Bild gehuscht sind. In diesem Laden arbeiten echt nur mega nette, coole und verrückte Leute. Und auch danke an QVC selber, vor allem die CEOs, die das überhaupt möglich gemacht haben und erlaubt haben. Das ist nämlich wirklich etwas richtig Besonderes, was ihr jetzt zu sehen bekommt, was vorher noch kein anderer hatte und ich zuerst und überhaupt und yes. Und es ist einfach nur krass und ich weiß nicht, wie oft ich mich dafür bedanken soll. Ich bin immer noch mega geflasht, aber ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit dem etwas chaotischen Video, mit dem Blick hinter die Kulissen von einem richtigen TV-Sender, der die ganze Zeit wirklich live sendet und ich auch live bei den Live-Sendungen dabei bin. Und ihr könnt gerne mal, wenn ihr möchtet, ein Like bei der QVC Facebook-Seite da lassen und da mal was zu schreiben, dass ihr das hier auf Ride Review gesehen habt. Und am besten kauft ihr direkt auch noch da ein. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin schon mal raus an dieser Stelle. Ich mache keine Abmoderation mehr, sondern das Video wird dann einfach zu Ende sein. Und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace. Hallo. Ich stelle mich gerne noch mal vor. Ich bin Miri und ich arbeite bei QVC. Die Nummer 1 in Deutschland. Ja. Fernsehkaufhaus. Und Bro und ich kennen uns. Und das habt ihr irgendwann schon mal irgendwo gesehen, also bei mir am Kanal oder bei mir im Podcast gehört? Ja, ich hab den Kontakt zu Bro. Also ich wollte einen echten YouTube-Star kennenlernen. Möchte ich auch mal. Bis eben hatte ich die Idee, dass es auch geklappt hat. Zumindest habe ich es hier im Haus allen erzählt. Ich kann mitspielen. Das ist gut. Dann tu mal jetzt bist du nicht geschminkt. Wir gehen in die Maske. Da ist keine Klimaanlage. Deswegen haben die das selbst gebaut. Hallo ihr Lieben. Männer bekommen ein bisschen anderes Make-up als Frauen übrigens. Wirklich? Ja. Weil das nicht so geschminkt aussehen braucht. Das ist nur, damit es ein bisschen abgedeckt ist. Und damit die frisch und gesund aussehen, egal wie sie vorher gelumpt haben, die Fernsehmoderatoren. Und wie fühlt sich's an? Ja, wie ein Pinsel im Gesicht. Vorsicht! Hi! Hi! Hat der Bro was wirklich abzudecken wäre? Nicht wirklich, nee, nur für den Tor ein bisschen. Gute Haut? Mhm. Bisschen Sonnenbrand. Ja, das auch zum Beispiel, ne? Das haben wir habt ihr im Moment wahrscheinlich auch da, oder? Dass ein Moderator hierher kommt, der... Ja. Siehst auch bezaubernd aus. Hallo. Sophie ist heute für QVC Plus da. Ja. Und moderiert 20 bis 22 Uhr, Sophie. 20 bis 22 Uhr, 2 Stunden wieder vorne. Geil. Ja. Neben dir sitzt Bro, ein Star-Vlogger aus den YouTube-Mitbewerbern, der mich heute begleiten darf. Ja. Und sehr schön. Er oder zumindest seine Frau sind QVC-Fan. Verena sagt doch, außerdem wird das rausgeschnitten. Das, was ich jetzt hier filme, ist sowieso
glaube ich, eh dann sekundenweise zu sehen, wenn Bro sich das überhaupt was traut. Was ziehen Sie denn ach, hör mal, da habe ich kein Problem mit. Ich habe mich ja schon hingesetzt. Also. Das ist mehr, toll auch. Echt? Okay. Ja. Also, das mit dem YouTube-Star kommt jetzt, ne? Es ist pastellfarben. Envision. Jetzt können wir die Augen schließen. Ach Gott. Also, mach einfach. Ich bin natürlich schon etwas. Ich mache übrigens schwache Augen. Bevor ich irgendwas mache. Bei mir nennt sich das jetzt Touch-Up. Also das heißt, es wird jetzt nur refreshed, damit ich für dein, es glänzt jetzt so ein bisschen, damit das für deinen Film jetzt erstmal gut aussieht. Und nachher, kurz vor der Live-Sendung, bekomme ich das dann nochmal. Also auch hier oben dann? Oder Elena kümmert sich jetzt quasi nur darum, dass das nicht mehr so glänzt. Und dass wir dann sieht das gleich noch besser, noch jünger. Also noch schöner wird die Frau jetzt. Das ist auch ein besonderer Job, weil kein Sender in Deutschland so viele Live-Stunden produziert wie QVC. Das heißt, die sind ja nie im Aufzeichnungsmodus wie in anderen Fernsehsendern, wo alle doch relativ entspannt dann auch im Studio sind, wenn mal nachgepudert werden muss. Da wird eben alles gestoppt, dann wird in Ruhe nachgepudert und dann geht's weiter. Bei uns ist es immer Live-Situation, das heißt, die Mädels huschen rein, wenn wir einen kurzen Break haben, machen das schnell oder sogar während die Kamera groß auf dem Produkt ist, wenn es wirklich mal heftig ist. Dir. Wir haben zum Beispiel eine Produktexpertin, die, wenn sie lacht, sofort auch heult. Sofort. Also wenn die anfängt zu lachen, laufen die Freudentränen. Das heißt, da rufen dann die Studiobeauftragten direkt die Maske an oder sie haben es eh gesehen hier oben und dann ist irgendwie nur... Also ihr flitzt dann direkt runter. So ist es, ja. Okay, sogar die auch Hochgeschwindigkeitsschminken. Ja. Ich weiß schon, wann ich was mache, weil ich bin live erprobt. So, von mir aus. War es krass? Ja. Ich habe gesagt, wir haben viel mit Bro vor. Das wird noch viel krasser, wenn der wüsste. Oh nein. Der würde wieder nach Hause fahren. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt in den Bereich, in dem unsere Produktexperten zu Hause sind. Die sind getrennt von uns Moderatoren. Macht auch Sinn, weil die können sich nämlich benehmen. Ach so. So, der Bro hat gesagt, ich soll euch mal das Studio zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal das kleinere von den beiden Studios. Das ist hier, da wird im Moment auch nicht produziert. Kommst du da durch, wenn ich die Tür bin? Ja, ich komme da durch. Ich passe durch normale Türen. Oh, das ist Ebu, wir filmen gerade für YouTube. Ist das okay für dich? Ist es okay für mich. Sehr schön. Ebu und ich sind so, was Fußball angeht zumindest. Auch ansonsten. Und gerade Fußball. Ne? Wir beide, gerade Länderspiele, wir hier live. Richtig. Und Ebu ist jetzt schon an den Vorbereitungen für meine Sendung. Das heißt, die Cremetiegel, die hier stehen, das sind die ich auch gleich verkaufen darf. Von Dr. Perricone. Ebru ist diejenige, die dafür sorgt, dass die nachher schick aussehen vor der Kamera. Also die kann das richtig. Dass da keine Fettfinger drauf sind. Zum Beispiel, dass das dann hübsch aussieht. Also das, was auch eine Dekorateurin im Prinzip machen würde. Ja. Dazu kommt noch das ganze Know-how über, wie viele Töpfe haben wir hier, ne? Dass die auch keiner mitnimmt. Darf das schon dem Bro auf die Finger gucken. Ja, ich schlug mich ja gerne, das haben wir eben gemerkt. Bro schminkt sich gerne, haben wir immer noch nicht gerne. So, gehen wir weiter. So, und das ist dann der Platz, an dem ich nachher senden werde. Da ist auch schon alles für uns aufgebaut. Also das heißt, mein Branding. Wir verkaufen eine sehr luxuriöse Kosmetik, deswegen auch sehr clean und sehr schlicht. Dr. Perricone, seit vielen Jahren bei uns bei QVC, ein absoluter Bestseller. Was soll ich sonst sagen? Das schneidet der Bro eh alles raus, aber ist mir egal. Kauft. So. Die ist gut. Ja? Hier bin ich, da ist Kara oder umgekehrt, das losen wir nachher aus und dann geht's ab. Also die Sendung ist hier drin, jetzt haben wir bei Kosmetiksendungen auch nicht so die Riesenbewegtheit. Ne? Mhm. Also das heißt, wir sitzen da und haben den Tiegel. Es gibt da viel Wissenschaftliches zu erklären, wie diese Cremes wirken, das ist eben ganz viel Fumba. Das ist wirklich, das ist eine Sendung, die echt was für Kosmetikfreaks ist, finde ich. Okay. Da geht es schon ans Eingemachte. Also sprechen wir echt über Inhaltsstoffe, Wirkstoffe. Da haben wir einen Spieler zu. Die Sendung ist sehr gut vorbereitet. Wir haben ein Bombengranatenangebot gleich zu Beginn der Sendung. Da wird hier ziemlich die Kuh fliegen, glaube ich. Und Bro wird seinen Spaß haben.
Genau, also das ist unser Monitor, der uns zeigt, was erstens was gesendet wird. Das ist da, wo das rote Licht ist. Ne? Ah, okay. Und das ist das Bild, was eventuell als nächstes geschnitten ist, also so eine Art Preview. Ach, ihr wisst ein paar Sekunden vorher schon, was als nächstes genau, kommt. Genau, oder was der welche Kamera denkt, die nächste was sein kommt. Sollte. Wir bekommen es nochmal angesagt. Wenn jetzt natürlich der Moderator irgendwas sagt mit, jetzt gehen wir nochmal näher dran, dann ändern die das auch. Also das ist bei einer Live-Sendung ist das sehr variabel. Mhm. Zumindest bei QVC. Ja, genau. Und die kleinen Kameras. Ja, es ist dezent. Ne? Wir wollen ja auch nicht, dass jemand Angst vor Kameras bekommt, deswegen haben wir die kleinen gehalten. Und die sind jetzt alle außer die Robokameras? Das hast du sofort erkannt, ne? Ja, stimmt. Das, ja. Ich weiß nicht, ob das jeder erkennen würde. Die haben, ja, tatsächlich, also es ist ferngesteuert. Die Moderatoren sind nicht ferngesteuert. Habt ihr auch alle Softboxen dann an? Alles. Wird's warm? Nein. Das ist alles, wie heißen die Dinger? LED? LED, genau. Das ist cool. Ja. Ich habe nur drei Softboxen, die sind viel kleiner als die. Hier ist tendenziell eher sogar zu kalt in dem Studio. Weil das ausgelegt war auf, hier wird es sehr warm, weil es ein kleines Studio ist. Unsere Klimaanlage hier drin läuft auf vollen Touren sozusagen und es wird gar nicht mehr warm über die Lichter. Okay. Also nach 4 Stunden Beauty Night hier drin, wenn Kälte gut für die Haut ist, dann tue ich da jeden Montag was für. Ja. Und die kleinen Dreiecke ist dann das, sind das die Lichter, wo du weißt, die Kamera ja. ist jetzt ja. für dich? Ja, ja, genau. Und wie ist das mit der 13? Die 13 hat das oben. Ah, okay. Ist auch ein Rotlicht. Ja, das funktioniert immer. Ich weiß sowieso sehr genau, welche Kamera für mich ist. Ne? Also es gibt eine Einstellung, eine Kamera, die immer die Moderatorin filmt und eine Kamera, die immer die Produktexpertin filmt. Dann haben wir meistens eine Kamera für die Totale, wo wir uns beide dann, wo man uns beide sieht. Mhm. Und wir haben eine Kamera, die Details macht. Die hat dann auch einen sogenannten Verdoppler drin. Das heißt, die kann ganz nah rangehen, fast wie eine Lupe. Das wird dann in der darauffolgenden Sendung noch spannender, wo wir den Schmuck verkaufen. Wo wir ja, in ganz kleine Details fahren, genau. Ja. Und dann stelle ich mir immer vor, wenn jemand so einen Monsterfernseher zu Hause hat und sieht dann so einen Platinring in 8x4 Meter. Ja, da würde ich auf jeden Fall kaufen. Platin-Hula-Hoop-Reifen. Oh, das wird unsere Schmuckgäste nachher, die wird sagen, oh ja. Gehen wir weiter? Ja. Hier ist jetzt erstmal, ne, hier ist Betrieb, das heißt hier geht mal. Wollte ich noch einen Schwenk machen. Wenn im Medienhafen mal wieder Kasala ist, haben wir hier auch immer die Sirene mit. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, das ist so nett, du stellst so nette Fragen. Ich hab gedacht, du stellst so... Was ist das? Ja, investigative, journalistische... Nee, ich mache was anderes. Also, ich bin gespannt. Wir sind jetzt in unserem sogenannten Außenset, Outdoor-Set. Das heißt, wir können hier bei QVC wirklich Bilder von draußen machen. Und zwar ohne viel Aufwand, weil das ist eine Fläche, die im Prinzip aussieht wie ein Hof oder wie ein Gärtchen oder wie ein Wintergarten oder auch wie eine Garage. Das können wir so entsprechend gestalten. Und dann haben wir eben auch Überdachung, wenn es regnet, dass wir weitermachen können. Also, was ich hier so verkaufe, sind eh meistens Gartenmöbel oder Elektrofahrrad. Ich kann mich ansonsten wenig erinnern hier draußen. Ja, gelegentlich auch Mode. Wir haben ein richtig schönes Gärtchen. Das ist allerdings nicht überdacht. Das können wir wirklich nur benutzen, wenn auch in Düsseldorf die rheinische Sonne lacht. Und dann ist hier jetzt der Garten gerade abgemäht. Wir haben gerade auch Rasenmäher verkauft. Und dann wird er wieder neu gemacht. Wie sieht er dann wieder so aus? Ja? Wie ist es? Reicht ja auch. Guck mal, wenn du mich jetzt hier filmst, reicht das. Ne? Ja, Rasen, ja, Miri. Rasen, Miri. Büsche, fertig. Der Rest wird eh ausgeblendet. So ist das eben. Das, was nicht aufgeräumt ist. Das ist so. Das mache ich auch so. So wie die Krimskrams-Schublade in der Küche. Ja. Die eh nie ein Gast aufmacht, hoffentlich. Ja. Cool. Genau. Also easy peasy, voll. Gibt es bei dir eigentlich noch Lampenfieber? Oh.
Ja. Echt? Ja. Nicht mehr in der Form, dass mir die Knie zittern oder ich habe bei meinen ersten Sendungen, haben mir nicht die Knie gezittert, sondern hat mir der Unterkiefer gewackelt, so war ich aufgeregt. Das ist jetzt so eine schöne, angenehme, so ein bisschen prickelnde, ich bin so gewohnt, in die Kamera zu gucken, ne, die ganze Zeit. Das ist egal. Das ist YouTube, wir dürfen machen, was wir so ein bisschen so ein prickelndes Gefühl von Konzentration und wie viel Spaß wird es jetzt und wer schaut jetzt zu und es ist nicht mehr dieses oh, so. Und ich glaube auch gar nicht, dass es, also Lampenfieber, den Begriff gibt es ja gar nicht, ne? Das ist ja keine Krankheit, die Leute haben ja keine 39,5 irgendwas, also es ist eh Blödsinn. Ich glaube, es hat was mit der Vorbereitung zu tun, mit der Gewohnheit dran, ne? Also wie aufgeregt bist du jetzt noch, wenn du in einem Freizeitpark irgendwo was filmst oder was erzählst oder so. Dadurch, dass wir hier an 5 Tagen in der Woche 3 Stunden live senden, erinnere ich mich eher manchmal in den Sendungen, dass da auch Menschen zuschauen. Das also es ist eher schnell. Andersrum, genau. Ja. Und dieses so kurz bevor es losgeht, bevor es live geht, das ist so wie so ein Rennpferd. Was? Lass mich raus. Jetzt, ach, jetzt wird's cool. Das ist das, was ich an meiner Arbeit am meisten liebe. Vorbereitung, Maske, alles schön. Und ich bin hier, weil ich Moderatorin bin und weil ich es liebe zu sprechen. Und deswegen ist es der Augenblick. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, auch los, ne? Jetzt müssen wir auch los, ne? Jetzt, oh ja, hier, hört mal. Ja, ja. Zum Glück ist der Bro heute dabei. Festgeredet, festgeschwärmt. Ja, wegen mir aber auch. Freizeitparks hier in Deutschland. Ich übersetze mal, ich höre es hier. Und er sagt jetzt gerade, auf YouTube können Sie sich sozusagen Ihr eigenes Fernsehprogramm zusammenstellen und es dann selbstverständlich auch auf diesem Laptop gucken, Tablet. Wir verkaufen heute ja ein Tablet als Tagesangebot. Und das ist ein komplett ausgestattetes, das heißt, unsere Kunden kaufen sich eine komplett schon auch zum Teil mit Apps ausgestattete Maschine. Mhm. Und die haben tatsächlich viel zu reden da, ne? Also drüber heute. Das ist schon spannend. Und jetzt war der Bro gerade Thema hier im Haus, haben alle schon gehört, dass er da ist. Ja, das ist natürlich... Und das hörst du über dein In-Ear? Ich habe jetzt hier mein Ohr schon im Kopf. Ich habe eben gesagt, also Bro war ja dabei, ich wurde gerade zum Droiden umgebaut. Und jetzt höre ich zum einen den Redakteur der Sendung, der inhaltlich verantwortlich ist, während meiner Sendung auch ständig. Zum anderen den Regisseur, der mir die Kameras ansagt und die Bilder, die er macht. Und drittens den Gast, der redet über die Inhalte. Okay, und wirst du nicht komplett gaga? Kann ich, nee, ich kann wunderbar filtern. Das ist so wie beim Autofahren, ne? Kupplung, Gas, Bremse, Rückspiegel, im Idealfall. So blende ich auch gelegentlich Sachen aus. Also mein Gehirn ist total darauf trainiert, Dinge, die mich nicht betreffen, auch nicht zu hören. Also es geht auch. Krass. Das ist auch Training, glaube ich. Jetzt ist Verena da, jetzt kommt das sogenannte Touch-Up. Du möchtest ins Licht. Ablegen, ne? Genau. Ich muss ins Licht und muss mich ablegen. Gut. Wo willst du dich hinlegen, auf die Couch? Ja. Okay. Okay. Viel Spaß. Dankeschön. Vor der Schmucksendung kommst du ja nochmal mit viel Puder, ne? Ja. Ja. Das ist, ja, ich sag's Psychopuder. Das macht das nicht schöner. Doch! Ja, das stimmt. Warum lachst du? Ich habe mich gelacht. Ach, ja, danke schön. Verena? Nein. Ja. Do we have a little photo, Tito? Miriam and I? Danke. Well, Perico? Yeah. What are you here? What are you here? Von oben, das macht schlanken Pfannen rein. Exactly! Ja, komm. Achtung. So sicher. Zack. Aue! Ich glaube, es kommt doch ein Kind. Guck mal, die Miri, er war gegen das Kind. Ja, obwohl mir. 5, 4, 3, 2. Herzlich willkommen, wenn wir Ihnen ein Rezept ausstellen dürfen für noch mehr Wirkstoff in Cremes, dann wären wir Ärzte. Und wir haben für Sie werden 68 Minuten in der Matur. Bei uns im Studio. Die nutzt das immer so ein bisschen aus, ne? Dass die Kosmetik hier aufs Haus geht. Ja, okay. I have to say, so look at that. Boyana has just applied first the Coplasma and now the face finishing moisturizer. And look at the glow.
on the skin. The skin looks super hot. 21 Uhr ist Schluss damit. Also das ist jetzt die Gelegenheit. Und auch das Sommerset kommt richtig gut an, die 69 Euro. Cara macht eine wunderschöne Frau, ein YouTuber, der ganz erfolgreich ist, auch gerade im Freizeitbereich. Und der QVC-Markt. Und wir haben uns einen ganz komplizierten Weg kennengelernt, hat auch mit mir zusammen gepodcastet. Und heute wurde Bro dann auch nur damit jetzt mal erlebt, in unserer Maske geschminkt. Denn auch männliche Moderatoren gehen bei uns ja nicht ganz blank und eher. Ja. Und auch da wird dann nicht das Make-up benutzt, was Frauen normalerweise für die Kamera, das ist ja heavy load, da wird auch so was Leichtes benutzt, was eben nicht so geschminkt aussieht. Ja. So, und wenn Sie nicht wollen, dass Sie jemand auf Ihre Allergienase anspricht, auf die gerötete gerade, ne? Es sind 69 Euro für Ihre Sommerhaut. Das heißt, wenn Sie jetzt auf Reisen gehen oder wenn Sie etwas Leichtes wollen für den Sommer, haben Sie gerade bei uns nur einmal am Tag. Product like that, that gives your skin just this beautiful hint of glow. Perfect. Das macht Spaß. Ja, dann ist das auch sinnvoll, da Geld auszugeben. Drei. Very unique formula. Dr. Percom never wanted to do. Miri ist gerade live auf Sendung, deswegen muss ich ein bisschen leiser reden. Und das könntet ihr, wenn ihr das jetzt gewusst hättet, live auf QVC gerade sehen. Mega interessant, mega krass. Und ich filme noch ein bisschen. Und danach geht es in der nächsten Stunde, in der nächsten Sendung auch noch in die Regie. Mega krass. Aber krass, also wie das alles läuft und wie on point die sind, ohne Kärtchen, ohne alles. Und es ist faszinierend, einfach krass. Und hier jetzt zum Beispiel sagt die in der Sondergröße, das liefern wir Ihnen sogar in der süßen Dr. Perricone-Tasche in der Edition. 282590 ist die Artikelnummer zum Bestellen. Es ist riesig was los gerade bei uns. Sie zahlen gerne in drei Raten, das machen auch viele Kundinnen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie bekommen es für 32,99 und schickt in 3 bis 4 Tagen zu. Vielleicht sagen dann einige, jo, das ist mir sympathischer. Dann machen Sie das, für uns ist das vollkommen okay, Sie zahlen keinen Cent mehr als 98,97. Hier sprechen wir noch mal kurz über die Resultate. Der Hals rechts ist hingekriegt. Hast du Spaß, Bro? Mega gut, ey. Hast du schon mal was verwechselt, also das Falsche rauszugeben? 32 GB drauf waren und ich stieß allein ja. Schon auf den Fokus, den ich gemacht habe, in den Videos an meine Grenzen. Mit 64 GB haben sie viel Bilder. Das kann schon mal vorkommen, wenn man in Stress ist oder so. Oder was hingeschmissen dann auf dem Weg? Was hingeschmissen auf dem Weg rüber? Habe ich noch nie gemacht. Aber so die Neuen, die machen immer den Fehler, dass man mal so ins Live-Bild reinläuft. Dass die Bilder voll vertauschen und dann laufen die sofort. Das ist mir immer passiert. Ja. Ein paar Mal. Hallo. Ja, das ist live. Kann passieren. Ja, klar. Leo, den CD-Player mit dabei und schaut euch einfach mal hier auf DVD um. Und es ist wirklich so leicht, dass ich es mit einer Hand umgehen kann. Das ist der Herr Lauter. Mit dem sende ich es gerne zusammen. Ein herrlich unterhaltsamer Kerl, ohne dass er es weiß. Das Schöne daran, Sie können es auch super machen, zum Beispiel für den Laptop, wenn man das noch ein bisschen verbinden möchte. Das Tagesangebot können wir da So, dann melden wir uns auch nochmal wieder. Nach der ersten Stunde von dem hieß es nochmal, ich bin mit Namen nicht so gut. Miriam. Nein. Das Schminkzeug. Oh ja, Dr. Perricone. Genau. Kein Schminkzeug, Creme. Creme, ja. Und danach war ich in der Regie in der zweiten Stunde. Das konnten wir euch nicht zeigen. Aber dass ich überhaupt sein konnte, war krass. Ich bin so geflasht. Aber man ist es, wie man sich es vorstellt, überall mit Monitoren und Reglern und Knöpfen. Raumschiff und, Enterprise. Ja, aber noch krasser. Ja, wenn sie dir gesagt hätten, wir landen jetzt gleich auf einem Planeten. Ich glaube, sind dabei. Das ist auf jeden Fall mega faszinierend. Ich erzähle euch nicht, was ich gesehen habe. Aber dass man nicht filmen darf, ist auch logisch, weil da auch die Verkäufe halt live angezeigt werden und die Umsätze und wie das gerade läuft. Aber faszinierend, einfach nur krass. Ja. Und dann haben wir jetzt ein bisschen gequatscht, wo wir rumgelaufen. Jetzt ist mitten in der Nacht. Ja, und jetzt ist gleich Take-Off. Geisterstunde. Was machen wir denn jetzt? Jetzt gibt es gleich Fußpflege, Handpflege, unser neues Tagesangebot. Immer um Mitternacht gibt es ein neues Tagesangebot. Und dass Bro hier auch dabei sein darf. Joyce zeugt schon davon, dass er sich hier sehr gut benommen hat. Ne? Ausnahmsweise. Ja, das seht ihr dann jetzt gleich noch. Dann filme ich ihn wieder mit der Kamera. Ja,
jetzt auch alle aufgeregt. Jetzt geht's zur Sache. Mal gucken, wie gut es ankommt. Unser neues Tagesangebot. Chat, QVC.com. Yes. Das ist ja geil, oder? Unser Star fürs Tagesangebot. Oh, wow. Soll ich mal sexy sein? Nein, so wirst du berühmt auf YouTube, ganz sicher. Das ist es, oder? Hm? Ich würde mir ja auch gerne mal die Haare so lasziv ins Gesicht. Ich auch, bringen. Aber das ist immer so. Wir beide sind da das raus. Ist so knapp, das ist. Ja, das. Und nur ein Stück noch. Ich würde mir so gerne mal die Haare so kurz schneiden lassen und traue es mich nicht. Traust dich nicht? Ich finde das so toll, auch bei Barbara. Fünf, vier, drei, zwei. Herzlich willkommen, Sommerfüße. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, was? Was will sie? Der Sommer hat angefangen, in Deutschland sogar spürbar. Die Temperaturen sind in fast allen Bundesländern deutlich an die 30-Grad-Marke gestoßen. Sie bekommen die Standardrolle. Wir haben drei unterschiedliche Rollen im Lieferumfang verfein. Hier mal ein Vorher-Nachher-Bild, das deutlich zeigt, so sieht ein Fuß aus, den wir nicht in Flipflops sehen wollen. Passt natürlich, ja. Weil aus der Flora-Mare-Linie für 1975 wird ein Fest und hier die passende Fußcreme zu Ihrem Tagesangebot. Da geht es übrigens ab, statt 35 Euro zahlen wir für dieses Gerät 19,83 Euro. So, Sandro Set, Barbara Creme. Ja, ist schön.